So, jetzt geht's weiter mit Ding Song gegen Samsonov. Zunächst ein paar Informationen zu ihm. Zu 3 Siege in der Bundesliga. Eine wahrhaft beeindruckende Bilanz natürlich von Ding Song in der laufenden Saison. Und die Zuschauer waren gespannt auf den Vergleich mit der Nummer 1 der Weltrangliste, mit Wladimir Samsonov. Der Düsseldorfer hatte beim Hinspiel Ding Song ja geschlagen, aber Samsonov ging nicht hundertprozentig fit ins Match. Sein Rücken bereitet ihm ein paar Problemchen. Außerdem empfindet Samsonov seit der Rückreise aus Malaysia ein Taubheitsgefühl im linken Ohr. Der Klimawechsel ist wohl schuld daran. Gegen Ding Song lag Samsonov zunächst meistens in Rückstand. Der Chinese machte immer wieder Punkte, vor allem mit seinen diagonal gezogenen Vorhand-Topspins. Wladimir Samsonov hat natürlich auch eine ganze Menge zu spielen bei Borussia Düsseldorf. Neben den Spielen mit dem Verein gibt es die Verpflichtungen in der weißrussischen Nationalmannschaft. Dann gibt es natürlich auch die internationalen Meisterschaften, die Turniere. Und die hohe Belastung, die ist auch der Hauptgrund für seinen Abschied aus Düsseldorf zum Saisonende. Samsonov geht ja nach Charleroi in Belgien, wo er nur einen Bruchteil der jetzigen Pflichtspiele bestreiten muss und sich dann auch ganz gezielt vorbereiten kann auf sein großes Ziel Olympia in Sydney. Und außerdem, das weiß man, gibt es auch für einen Topstar wie Samsonov in Belgien gutes Geld zu verdienen. Da war sie wieder, diese Vorhandpeitsche von Ding Song. Keine Chance in dieser Situation für Samsonov. Das zeichnet diesen Mann aus, diesen Ding Song, dass er sofort umschalten kann aus dem gewohnten Abwehrspiel zu solchen Vorhand-Topspins. Führung 11-7 für Ding Song. Wladimir Samsonov wirkte auch nicht hundertprozentig frisch, aber wen wundert es bei diesen vielen Matches, die er zu bestreiten hat. Außerdem dieses ständigen Wechsel auch in der Klimazone, zum Beispiel von Malaysia nach Deutschland, auch in Australien hat er gespielt, in China, in Japan, überall Wladimir Samsonov mit dabei. Das bleibt nicht in den Kleidern stecken. Ding Song, muss man zugeben, war im ersten Satz doch weitestgehend der bessere Mann. In dieser Phase der Partie hatte er alle Vorteile gegen Wladimir Samsonov. Wieder ein Beispiel für diese verzwickten Aufschläge. Das ist das Spiel, das Samsonov mag, wenn er relativ dicht am Tisch stehend das Spiel kontrollieren kann. Faustregel, je länger ein Ballwechsel dauert, desto größer ist die Chance, dass am Ende der Punkt an Samsonov geht. Hat aufgeholt, er hat ausgeglichen, Wladimir Samsonov. Und eine seiner großen Stärken ist ja, dass er auch in entscheidenden Situationen ganz ruhig bleibt und sein Spiel durchzieht. Dieses Spiel ist geprägt von einem exzellenten Ballgefühl, von hervorragendem Blockspiel und von ganz, ganz wenigen Fehlern. Schon seit 1992 ja in Deutschland, Wladimir Samsonov. Lange Jahre auch schon in Düsseldorf. Von 95 bis 99 war er der beste Bundesligaspieler im ersten Parkreuz. Beeindruckend. Hey!
Das war jetzt wirklich Tischtennis auf allerhöchstem Niveau in der entscheidenden Phase des ersten Satzes. Das sind dann schon Unterschiede zwischen den beiden Nummer 2 Spielern und den beiden Topspielern dieser beiden Teams. Konzentriert jetzt Wladimir Samsonow. Das sind die Situationen, wo sich einfach auch die Stärke dieses Mannes zeigen. Natürlich sehr, sehr große Reichweite von Samsonow. Das bekommt hier Ding Song zu spüren. Nach langer, langer Zeit wieder mal eine Führung für den Weißrussen. Und diese Führung bedeutet sofort einen Satzball. Da holt er sich diesen Durchgang nach klarem Rückstand noch mit 21-19. Wie sagte ein Experte auf der Zuschauertribüne, so spielt halt ein Europameister. Ja, recht hat er. Im zweiten Satz, da ließ sich Samsonow nicht auf solch ein Wabang-Spiel ein. Von Beginn an nahm er das Heft gegen einen wahrlich nicht schlechten Gegner in die Hand. Und was für ein Ballwechsel zum 8-6. Vielleicht ist seine größte Stärke, dass er kaum Schwächen hat, Wladimir Samsonow. Wir haben einen Sprung gemacht, immer noch geht's knapp zu. 17 beide jetzt im zweiten Durchgang. Ganz klar, Ding Song wehrte sich. Er wollte natürlich seine hervorragende Bilanz nicht so einfach verschlechtern. Skeptische Mienen nach wie vor bei den Düsseldorfern. Ding Song, Mitte der 90er Jahre, da war er ein ganz wertvoller Mann in der chinesischen Nationalmannschaft, wurde 94 Einzelmeister in China, 95 mit der Mannschaft Weltmeister und holte auch Bronze bei dieser Weltmeisterschaft 95 im Einzelwettbewerb. Also ganz klar, das ist der beste Mann, der je für Frickenhausen in der Tischtennis-Bundesliga gespielt hat. Spannende Schlussphase jetzt zwischen diesen beiden Top-Leuten. Samsonow immer dann stark, wenn er den Ballwechsel kontrollieren kann. Auch das war wieder ein Beispiel dafür. Drei Matchbälle für die Nummer 1 von Borussia. Er nutzt gleich den ersten. Wladimir Samsonow gewinnt dieses wichtige Spiel, bringt seine Mannschaft in Führung. Zwei Einzel, zwei Siege für den Europameister, fast schon Alltag. Die Jungs sind nicht so schlecht drauf, also auch im ersten Spiel. Habe ich viel Glück gehabt. Ich war, glaube ich, in beiden Sätzen hinten und ich meine, ich bin sehr zufrieden. Ich habe schon lange nicht mehr solche Spiele gewonnen, so knappe Spiele, vor allem, wo man 16-20 zurückliegt und 17-19. Ich meine, es ist schon gar nicht so schlecht. Vor allem, ich hatte Urlaub gehabt und ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung heute. Es ist schon geplant, was ganz Großes, also die Hochzeit im Juli und ja, sieht eigentlich sehr gut aus und ich bin sehr glücklich. Wer ist die Glückliche? Sie heißt Natascha, sie kommt aus Belgrad.